Welcome to Sansim, yeah. Hallo. So Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Saint-Imier, sind jetzt im wunderschön, wäre wahrscheinlich das falsche Wort, auf jeden Fall Mannheim angekommen. Da habt ihr uns ja auch schon bei der anarchistischen Buchmesse gesehen. Statement bis jetzt, zu der Reise? Bisher sehr entspannt. Sehr, sehr, sehr. 2 hours later. Sehr, sehr entspannt. Ja, das würde ich doch auch sagen. Fast keine Verspätung, nur jetzt nach Basel. Und da schauen wir dann weiter. 4 Stunden haben wir noch vor uns, also die ersten 3 waren locker. Brauchen keine Herrschaft, keinen Staat. Brauchen keinen Machtapparat. Wir können. Wir kommen jetzt hier zum Halten da vor uns, einen Güterzug liegen geblieben ist. Wie lange das Ganze jetzt hier dauert, kann ich leider noch nicht sagen. Sollen mir genauere Informationen vorliegen, werde ich Sie umgehend informieren. Reiß die Grenzlein, reiß die Mauern nieder, für die Freiheit, viva la Anarchia. Reiß die Grenzlein, reiß die Mauern nieder, für die Freiheit, viva la Anarchia. L'anarchie, ce n'est pas le désordre, au contraire, l'anarchie, c'est l'ordre sans pouvoir, c'est la liberté et le respect de chaque être humain. En las puertas de la autodestrucción, solo nos salvará una revolución. Welcome to Sansim, yeah. Ja, wir sind tatsächlich angekommen. Sehr unkomplizierte Fahrt. Ja. Zwar lange, aber es wirkte gar nicht so lang, ehrlich gesagt. Und dass man das mal sagen kann bei einer Zugfahrt, über 7,5 Stunden und trotzdem alles entspannt geblieben. Schön. Vollkommen okay. Bestes Wetter heute. Ja. Und wir gucken jetzt auf jeden Fall mal, dass wir noch was zu essen bekommen, weil wir haben echt kaum was gegessen heute. Wir folgen den Leuten mit den großen Rucksäcken und Schlafsäcken. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit. So Leute, wir erblicken jetzt das erste Mal unsere Unterkunft. Die ist auf schweizerischen Bergen. Oh, es ist so mega hoch hier und gleich haben wir es geschafft in 10 Minuten das Livestream. Gucken, ob wir Internet haben. Joshua ist leicht entnervt. Okay. Joshua ist okay. Alles gut. Wir haben unser Quartier erreicht. Dieses wunderschöne Naturfreundehaus. Aber ist etwas passiert, Joshua? Was ist los? Es ist leer. Es ist gänzlich leer. Wir haben natürlich erwartet, hier hinzukommen und direkt mit offenen Armen von anderen internationalen Genossen begrüßt zu werden. Aber nichts. Das Haus ist tatsächlich komplett leer. Es fühlt sich an wie der Plot eines schlechten schweizerischen B-Horror-Movies. Aber wir wissen noch nicht, was der Abend bringt. Wir haben kein Internet, wir können niemanden kontaktieren. Wir können nicht livestreamen. Wir haben keinen Empfang, um uns bei irgendwem zu melden. Wir können auch nicht mal sagen, dass wir sicher angekommen sind. Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Aber wir versuchen jetzt das Beste rauszumachen. Wir haben schon eine Rehe gesehen. Und die Kuhglocken läuten die ganze Zeit. Das ist ja auch irgendwie so ein Schweizer Ding. Ne? Also wir erleben hier die volle geballte Ladung Saint-Imier auf einmal. Und ja. Wir haben auch schon hier diesen Knüppel entdeckt. Also falls Räuber Hotzenplotz kommt, um uns zu holen, wir sind vorbereitet. Ja Leute, das Ganze hat jetzt noch eine schöne Wendung genommen und da sind wir natürlich nicht drauf gekommen, obwohl ich es hätte wissen können, weil sowas erlebe ich ja nicht zum ersten Mal mit meinem Namen. Wir standen also tatsächlich doch auf der Liste und wir sind tatsächlich jetzt mit die einzigen, die ein eigenes Zimmer in Saint-Imier haben. Also ich denke, die meisten Leute schlafen ja in Zelten oder in irgendwelchen Mehrbetträumen und wir haben tatsächlich einen eigenen Raum zugewiesen bekommen.
würde sagen, so wie es über Tage zusteht. Ja, Joshua, Tag 1. Wie haben wir die Nacht überstanden? Mhm. War nicht so geil, wa? Statement. Ja, war auf jeden Fall durchwachsen. Die italienischen Genossen kamen nachts an und ja, die Matratzen auf dem Boden sind doch nicht so gemütlich, wie man sich das vorstellt von so Futonbetten. Und ja, unsere, ich glaube, bei mir ist es der Nacken immer, bei dir das Becken. Ja, ja. Das schmerzt. Ärzt, aber Bewegung ist ja eigentlich immer eine ganz gute Medizin dagegen. Dementsprechend sparen wir uns jetzt die schöne steile Seilbahn, die ihr schon gesehen habt, und nutzen stattdessen den Fußweg. Mal schauen, wie das so wird. Ja, heute ist unser Videotag. Also heute machen wir vor allen Dingen Aufnahmen für einen Vlog und vielleicht eine Stadtführung und anderen Kram. Müssen wir mal schauen, was da alles so dann auch erscheinen wird von uns. Da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein. Schauen uns auf jeden Fall mal an, was alles so ausgestellt wird. Genau. Führen euch mal rum. Im Sinne, auf geht's! Was ich zu Übertage denke, ist, dass es sehr wichtig ist, dass es einen Podcast gibt, der auch die Seiten des Anarchismus zeigt, die sonst von der Gesellschaft eher nicht gesehen werden. Dass es eigentlich gesellschaftlich normal sein sollte, auch anarchistisch zu denken, nicht, dass es so etwas Randständiges ist. Ist auf jeden Fall ein wirklich schönes Örtchen. Nur das Problem ist, ich habe bislang nur unser Chalet oben gesehen und die Eisarena. Ich bin ja jetzt auch wirklich das allererste Mal in der Schweiz und dann hier direkt schön in Saint-Imier, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus. Das Gute ist ja, Marian war schon mal vor 10 Jahren hier, der wird sich bestimmt noch an viele Orte erinnern und kann mich jetzt hier mal ein bisschen durchführen. Ja, lieber Joshua, kein Problem, ich kenne mich ja bestens aus. Vor 10 Jahren habe ich ja alles hier schon in- und auswendig mir angeguckt, deswegen nehme ich dich jetzt mit auf eine Tour hier durch Saint-Imier, was wir hier entdecken können an anarchistischer Geschichte und Orten. Komm mit. Ja, Joshua, das ist Passe Noir. Das ist hier das anarchistische Zentrum hier im Ort. Denn tatsächlich, Saint-Imier ist ja eine 5000 Einwohner-Ort nur, aber es gibt hier ein anarchistisches Kulturzentrum. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Wir werden jetzt auch mal reingucken, was es dazu zu sehen gibt. Ja, man sieht es ja auch, es gibt überall Erklärungsschilder, die von der Stadt auch angebracht worden sind, die über die widerständige und anarchistische Geschichte oftmals dieses Ortes berichten. Sehr spannend und auch eben hier die kleine Erklärung zum Espace Noir. Von damals, wenn ich mir heute hier das Festival, die internationale Zusammenkunft angucke, stimmt ja mal so überhaupt nicht. Kindergarten gibt es auch. Das ist natürlich toll, wenn auch an Kinderbetreuung und Familien gedacht wird. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Gulli 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 Gulli, Aram Sam Sam. Alles klar, es geht weiter. Hallo. Ja, ja, Content. Tolle. Unternehmervilla. Ah, guck mal. Da oben haben dann die
Chefs der anarchistischen Uhrmacher gesessen, wenn sie gekämpft haben. Statement dazu? Die haben so hart gekämpft hier. Absolut. Aber leider konnten sie die Zeit nicht abschaffen. Content! Es war ja jetzt bisher schon mächtig spektakulär, was wir hier blicken durften. Aber jetzt gehen wir gleich zum Saal der Spektakle. Saal der Spektakle. Ja, der Spektakelsaal hat auch einen Vortragsraum zu bieten, so wie viele andere der Räume, die wir heute schon gesehen haben. Und man sieht es, die Leute sitzen in den Fenstern, also scheint knüppelhagelvoll zu sein, der Saal. Und ja, schöne Sache. Das hier ist der Saal der Spektakle. Hier sind einige Menschen am Schlafen, deswegen muss ich sehr leise reden. Spektakel, Lichtershow. Ja, an diesem Ort haben wir jetzt gerade eine kleine Ausstellung über Baumbesetzung und andere Widerstandshandlungen sehen dürfen. Und es ist auch ein Multimedia-Raum, also da wird das Radio wohl produziert und verschiedene andere Dinge haben dort Platz. Zum Beispiel den Safer Space haben wir auch vernehmen können. Also das nächste sehr, sehr große Gebilde, was hier Teil des internationalen anarchistischen Treffens ist. Ja, wo geht's jetzt lang, Sechse? Ich weiß nicht mehr wo. Hinab ins Tale. Was finden, werden wir dort finden? Ist ja das Spektrum, nee, dieses Spektakelcenter, oder? Da vorne rechts ist gleich die Great Hall. Da gibt es Great Talks über zum Beispiel die Strategie der anarchistischen Bewegung. Okay, jetzt wird es also strategisch. Wir werden sehen. Auf unserem Stadtrundgang durch Saint-Imier haben wir auch am Rande der Stadt dieses große Gebäude noch festgestellt, das aktuell in einer Art Zwischennutzung ist. Ich glaube, es wurde besetzt oder es kann auf jeden Fall genutzt werden für den Kongress, ist geduldet. Und hier ist tagsüber jetzt, gerade ist es ziemlich früh morgens noch, sehr, sehr viel los immer gewesen. Und hier sind auch immer spontan Workshops, ist ein riesiges Teil. Und das ist auf jeden Fall zu vor 10 Jahren nochmal eine große Erweiterung, weil das gab es vor 10 Jahren noch nicht. Und ja, das ist natürlich ein krasses Ding und eine schöne Sache. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, was es mit den 60.000 Euro hier auf sich hat. Und die Sache ist die, dass das große Gebäude, was Marion euch gerade vorgestellt hat, auf der anderen Seite der Schienen liegt. Und auf der anderen Seite liegt eben noch ein Camp. Und viele Leute wollten eben nicht die 1,5 Kilometer rüber zu dem Haus laufen, sondern sind einfach direkt über die Schienen. Die Sache ist die, das ist natürlich lebensgefährlich, wie ihr euch denken könnt. Und es sind wohl jetzt sogar die Zugführer in den Streik getreten, weil sie gesagt haben, sie wollen jetzt nicht mehr durch Saint-Imier fahren. Und wahrscheinlich kommt jetzt auf die Orga eine Strafe von 60.000 Euro zu, weil eben Zäune jetzt dort angebracht werden müssen. Und das ist natürlich eine riesige Katastrophe, sowohl finanziell für die Orga hier, als auch für das Weiterbestehen des Camps, wenn es darum geht, wie tritt man hier mit der Bevölkerung in Kontakt und was denken die Leute hier von uns. Also deswegen sollte das uns einfach nochmal vor Augen führen, dass wenn wir solche großen Treffen hier machen, wir immer daran denken müssen, dass wir eigentlich das Beste von unserer anarchistischen Idee und von unserer anarchistischen Bewegung präsentieren sollten.
Ja, ist wirklich so, wenn man hier ein bisschen einfach nur durch Saint-Emier läuft, die ganze Zeit findet man auf einmal so einen Ort, vor dem wieder unten so ein großer Container für alle möglichen recycelbaren Sachen steht und irgendwas draußen hängt, was einen darauf hinweist, dass es Teil von der Veranstaltung ist. Beispielsweise hier haben wir zufällig jetzt die ganzen Dusch- und Toilettenmöglichkeiten auch. Hier sechs haben wir vorher schon aufgegabelt. Ich bin hier, um darauf hinzuweisen, dass hier Veranstaltungen sind. Was? Ich bin hier als quasi, hier gab es leider keinen Transpiel mehr. Deswegen haben wir gesagt, stellen wir halt mich hin. Und jetzt nicht immer der Hinweis darauf, dass es hier Teil von der Veranstaltung ist. Dass hier auch so ein versiffter Punk rumsteht. Ja. Sechser ist integraler Teil des Marketing-Teams für die Orga. Nee, also hier auch ganz viel Flinter-Einrichtungen, glaube ich, auch noch. Und ich meine sogar auch noch ein Kino oder so. Und da unten auch wieder ein ganzer Cluster mit unterschiedlichen Gebäuden. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Meinung zur Schweiz? Also sehr unsympathisch und deswegen auch sehr unfair, dass es so schön ist. Was hältst du davon, dass Muammar al-Gaddafi damals gefordert hat, die Schweiz aufzulösen und die Teile an Italien, Frankreich und Deutschland zu vergeben? Ja, an Deutschland weiß ich jetzt nicht, aber an sich kann man machen. Oder einfach halt nur auflösen, ohne vergeben, ihr wisst. Ne? Anarchie. Diese. Das Einzige, was mich überrascht hat, ist, dass bislang noch gar nicht so viel. Der Junge sitzt hier und arbeitet an Unisachen. Aus dem will noch was werden, habe ich gehört. Aus dem will noch was werden. Sehr, sehr vorbildlich. Trotz dieses anarchistischen Großevents kloppt er rein, sobald es Internet gibt. Nice. Wisst ihr, was ich ernsthaft beängstigend finde? Wir sind hier ja richtig hoch. Ich wollte das gerade tatsächlich erzählen, bevor du mit der Kamera rein kannst. Wir sind hier ja wirklich mal auf dem Berg, im Wald und so. Wenn du hier guckst, hier nach draußen, in den Scheiben, guck mal, ein Insekt hier. Hier ist eins, hier ist eine Motte, da oben ist noch ein zweites. Da holt sich gerade eine Spinne noch ein Insekt. Aber nichts, das sind vier Insekten oder so, ne? Daran wird einem halt immer bewusst so, auch so einer späten Uhrzeit, wenn man halt schlafen gehen will, wie kaputt die Natur ist. So, wir sind halt mitten in der Natur, in einem einzigen Haus hier in der Umgebung und hier brennt halt übel Licht und da ist halt nichts in der Scheibe. Ich finde das halt mega krank. Ja, immerhin ist jetzt Ruhe beim Schlafen. Was? Immerhin ist jetzt Ruhe beim Schlafen, man wird nicht gestochen. Ja, das es gibt mir trotzdem zu denken. Doch, Tatsache. Ja? Ja, wow. Ordnung. So Leute, Tag 2. Wir verlassen gerade unsere Unterkunft. Tag 3, genau genommen. Tag 3 mit der Anreise, richtig. Und ihr seht es vielleicht schon an unseren Gesichtern und auch an dem Wetter und allem. Wir hatten gestern eigentlich einen richtig geilen Tag, würde ich sagen. Also gestern war ein toller Start in das Treffen und wir sind auch gut gelaunt eingeschlafen. War tolles Wetter und alles. Und ja. Ich würde sagen, die gute Zeit ging bis 2:30. Denn wir haben noch Besuch bekommen und da müssen wir jetzt auch mal wieder
ein bisschen allgemeiner drüber sprechen, über Probleme in der Bewegung. Wir wurden nämlich von 10 französischen Punks überfallen, die sich bei uns im Chalet einquartiert haben, was ja erstmal nicht schlimm ist. Ne? Wir hatten auch gestern, oder ich hatte gestern auch schon mit Leuten gequatscht, irgendwie wegen dem Regen so, dass da auch noch Platz drin ist und dass man einfach hier mit den Leuten quatschen sollte, dass man hier bleiben kann. Ne? Das soll ja alles auch offen und selbstorganisiert bleiben. Das Problem ist, die Leute waren unangekündigt, sind um 3 Uhr nachts reingekommen, sturzbesoffen, haben angefangen rumzugrölen, direkt vor den Zimmern der Leuten laut französische Punkmucke angemacht und sind in jedes Zimmer reingegangen und haben die Leute geweckt. Und wir haben hier bei uns wirklich teilweise richtig alte Genossinnen, die einfach nur der Ruhe auch gesucht haben und sich explizit deswegen einquartiert haben. Oder Leute, die international von weit angereist sind, aus Spanien, Uruguay oder so. Und es ist halt einfach mega asozial. Und das ist ein generelles Ding bei Treffen anarchistischer Art, sicherlich bei auch anderen linken Treffen, was ich immer wieder erlebt habe, diese Situation von, es kollidiert einfach immer mit, Leute wollen schlafen und Leute wollen halt saufen. Und dann gibt es halt immer diese besoffene Horde an überwiegend Männern in der Regel, die halt einfach einen Fick gibt so. Die halt einfach überall reinstürmt und das ist halt nicht kombinierbar. Und das ist eben das Ding, ich würde wirklich sagen, es braucht halt einfach so eine Art von Schlaf-Safe-Space in solchen Kontexten, wo man einfach sagt, ab 11 Uhr halt man halt die Fresse und ab 8 Uhr kann man dann halt wieder laut sein. Ja, aber man kann ja auch irgendwo anders hingehen. Die Schweiz genau. Ist scheiße groß. Und überall sind hier Berge, Hügel, Täler, was auch immer. Man kann ja überall zum Saufen hingehen oder unten beim Party-Space. Weißt ja, du, und da kamen die auch her. Ey, guck mal, das ist auch sowas, wo ich dir nochmal widersprechen muss. Das ist bei allen Linken so. Das ist bei allen Linken so. Aber was mir wirklich in der anarchistischen Bewegung dann richtig auf die Eier geht, ist dieses Ding von, dass wenn du die Leute darauf ansprichst, so, dass sie dann so nach dem Motto sind, so, oh, du beschneidest jetzt hier meine Freiheit. Ja, so. Ja, genau. Wie autoritär ist das denn, wenn man irgendwie sagt, dass die anderen Leute da pennen wollen, weil sie am nächsten Tag noch was zu tun haben oder einfach nicht um 3 Uhr in der Laune sind, sich dann noch auf ein Bier dazuzusetzen. Das würde ich vielleicht machen, wenn ich vorher auch schon hier unten unterwegs gewesen wäre. Okay, und es irgendwo ist, wo die Leute nicht schlafen, aber so, nein. Das ist also eine Anarchismusdefinition von Freiheit ist, was immer zu tun, was ich gerade will und... Jeder, der das beschneidet, ist autoritär. So. Das ist nun mal kein Anarchismus, Leute. Jetzt gehen wir runter ins Tal. Und schauen, was der Tag bringt. Anarchismus.de stand fast ausverkauft. Ja, ich bin hier bei der anarchistische Messe hier in Saint-Imery und ich bin ein stolzer Zuhörer vom Übertage-Podcast. Ich höre ihn gern, er ist cool, er ist gut gemacht, die Schnitte und Übergänge sind sehr sauber, so technische Sachen funktionieren meistens doch recht gut und so. Und die Inhalte sind spannend und ja, doch lehrreich. Ja, ihr seht hier unsere abendliche Routine. Es geht ab ins Bettchen, rauf auf den Berg mit dem Seilbahn. Irgendwas kostet 5 Franken pro Fahrt. Also eine gute Möglichkeit, um zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt, weil die Schweiz ist echt teuer. Und ja, und supportet über Tage, damit wir weiter so coolen Content wie diesen hier machen können.
Ja, am heutigen Tage haben wir nicht sehr viele Aufnahmen gemacht. Wir haben den Schwerpunkt gelegt darauf, mit Leuten aus der Community, Leuten wie euch, ins Gespräch zu kommen und ja, haben auch ein bisschen Zeit auf der Buchmesse mit Helge Döring verbracht. Helge Döring. Helge Döring. Helge Döring. Helge Döring. Helge Döring. Einige spannende internationale Interviews geführt und jetzt schließen wir diesen sehr anstrengenden Tag vor uns, weil wir, wie ihr ja schon gehört habt, wenig geschlafen haben mit dieser möglicherweise merkwürdigsten Aufnahme dieses Vlogs. Gute Nacht. So Leute, ihr seht auch schon die schönen Berge im Hintergrund. Wir sind jetzt unten am Tal angekommen und ich bin ja eigentlich immer sehr skeptisch, was Küfer angeht, aber ich habe gehört, hier soll es auch einige Schweizer Leckereien gehen. Und ich oh, danke schön. Ja, ich schaue jetzt mal weiter. Für mich heute nicht. Über Tage ist für mich ein wichtiges Medium unserer Bewegung. Man könnte fast sagen, die letzte Hoffnung der Bewegung, weil es vereint messerscharfe Analysen mit interessanten historischen Einblicken und natürlich der gewissen Prise Charme. Ist das ein Anarchist? Keine Ahnung. Müsst ihr uns auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ja Leute, letzter Tag. Wir haben uns jetzt nochmal was zu essen gegönnt, um den Abend ausklingen zu lassen nach den ganzen harten Stunden, die wir jetzt diesen Tag noch durchgemacht haben. Ich sage euch Leute, nach den Tagen, Fokü ist echt, so ein Curry zu essen, das ist so lecker. Kein Disrespect, die Fokü war echt okay, so. Aber das ist, ich spüre mich wieder, ohne Scheiß. Sicherlich 100 Euro, was wir hier stehen haben. Mindestens. Tisch. Klimpergeld. Als autonome Kommunistinnen hören wir viel den Übertage-Podcast. Wir finden es wichtig, dass der Anarchismus weitergeführt wird in seiner klassenkämpferischen, ich würde sagen, materialistischen Tradition, ein Anarchismus, der einen klaren Bezug zur Klasse hat, zur Arbeiterinnenklasse. Und ja, darum empfehlen wir euch den Übertage-Podcast weiter und hört rein. Voll, und auch, dass ihr so krass versucht, den Dialog innerhalb der linken Bewegung halt mitzugestalten und auch einfach in die Konfrontation geht, auch bei sehr schwierigen Themen. Und das ist einfach mega wichtig, dass wir diese Debattenkultur irgendwie aufrechterhalten. Herzlichen Dank dafür. Tschüss. Ein Fazit zum großen internationalen anarchistischen Treffen hier in der Schweiz in Saint-Imier zu treffen, das ist alles andere als einfach und das noch in wenigen Minuten. Wir haben sehr, sehr viel erlebt, sehr, sehr viel Schönes und sehr, sehr viel, ja, wirklich Schlimmes und Unangenehmes. Und wir werden einfach ein bisschen probieren, darüber euch zu erzählen. Und ich probiere das Ganze erstmal ein bisschen persönlich zu machen. Auf der einen Seite haben wir sehr, sehr viele tolle Genossinnen hier kennengelernt, neue Gefährten und Gefährtinnen gefunden,
aber auch einige Tiefschläge erlebt, was das angeht. Natürlich war es super, mit euch vor allen Dingen in Kontakt zu treten, und das war auch für uns das Zentrale. Das haben wir auch immer gesagt für dieses Event, und das hat sich auch genauso erfüllt. Wir haben ganz viele Menschen von euch aus der Community getroffen, vor allem natürlich aus der Schweiz, aber auch viele aus Deutschland, die wir bisher noch nicht gesehen haben und wo einfach auch eine beidseitige Freude geherrscht hat. Sowohl bei euch, die ihr uns vielleicht das erste Mal getroffen hat, auch, als auch bei uns, weil wir natürlich immer auch wissen wollen, wer uns da überhaupt so hört. Und das war einfach total schön, was wir da in dem Kontext alles erlebt haben und auch diese spontanen Erlebnisse, internationale Genossinnen zu treffen, sich auszutauschen über wie gerade die Situation vor Ort ist und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber auch einiges erlebt, was uns wirklich den letzten Nerv oft geraubt hat und speziell jetzt so gegen Ende richtig ausgelaugt hat, weil es so viele Missstände auch auf einer für uns auch individuellen Sicht oftmals gab. Und ich denke, vieles davon sind auch einfach Erscheinungen, die im Kontext solcher großen Treffen einfach nur mal da sind und in diesem, ja, doch manchmal sehr stark hervorgebracht wurden. Also nur als Beispiel diese riesigen Hundekolonnen, die immer durchgelaufen sind. Zum Beispiel in der Buchmesse gab es eigentlich alle 2 Minuten irgendeinen Hundekampf, wo herrenlose Hunde, die durch die Beine gelaufen sind, oder im Workshop haben Genossinnen berichtet, dass du plötzlich einen Hundeschwanz in der Fresse hattest oder so. Einfach wirklich unangenehm, habe ich so stark noch nie in meinem Leben irgendwo erlebt. Ja, auf der anderen Seite haben auch zum Beispiel oft Genossinnen uns berichtet, dass sie sich sehr unwohl gefühlt haben in vielen Situationen. Es gab ja wirklich auch verhältnismäßig viele Gewaltsituationen. Also wir haben um die 10 Situationen mitbekommen, haben, wo sich Leute geprügelt haben aus unterschiedlichen Gründen jetzt. Aber auch andere Genossinnen, die uns berichtet haben, dass sie sich ja unwohl gefühlt haben mit der Duschsituation, weil einfach auch sehr, sehr viele komische Leute da waren, der unterschiedlichsten Art. Das lässt sich echt schwer zusammenfassen, was wir da alles erlebt haben. Und da merkte man schon, dass einfach der Subkulturcharakter dieses Events war sehr, sehr hoch. Und wir selber haben es ja auch erlebt, wurden dann von 15 Punks hier nachts geweckt, aus dem Schlaf gerissen. Und sowas raubt einen natürlich auch dann enorme Energie für so ein eh schon sehr anstrengendes Event. Ja, und ich denke, das ist etwas, was sich in vielerlei Hinsicht hier feststellen lässt. Saint-Imier war ein Event, was in vielen Punkten, glaube ich, nicht genau wusste, was es sein will. Eigentlich wie die anarchistische Bewegung selber. Wenn man so ein internationales Treffen ausrichtet, dann ist es so, wie du schon gesagt hast, da kommen wirklich die unterschiedlichsten Charaktere aus den unterschiedlichsten Gruppen und Bewegungen zusammen, die unterschiedlichsten Strömungen des Anarchismus. Und aus unserer organisiert anarchistischer Sicht ist hier natürlich viel zu kritisieren. Gleichzeitig denke ich, kann, und das sieht man ja auch in, hoffentlich sieht man das auch in unserem Vlog bei all den Problemen, kann so ein Event auch etwas wirklich sehr Schönes und sehr Gutes sein. Und ich denke, was wir auf keinen Fall machen sollten, ist am Ende jetzt damit rausgehen, dass wir sagen, wir als organisiert anarchistische Kräfte, wie auch immer, Anarcho-KommunistInnen, Anarcho-SyndikalistInnen, sollten sich jetzt da einfach rausziehen. Und man sollte das alles sich selber überlassen. Wir müssen klar kritisieren, klar diese ganzen Sachen ansprechen, aber wir können uns hier nicht einfach rausziehen und gehen und das dann einfach komplett sich selber überlassen. Und das ist halt auch schade, weil man hat gemerkt, dass das genau in vielerlei Hinsicht in dem inhaltlichen Programm passiert ist. Sicherlich lag das auch daran, dass fast komplett gesagt wurde, das Programm wird sich selber überlassen und Leute können einfach machen. Und in einigen Punkten ist es gelungen, dass beispielsweise die Plattform Perspektive Selbstverwaltung und auch Leute aus den plattformistischen Kreisen der Schweiz zusammengekommen sind und hier auch versucht haben, wirklich nochmal eine Alternative zu den in vielerlei Hinsicht doch auch schwierigen inhaltlichen Sachen, individualistischen oder Aussteigeansätzen, Hitchhiking as a Social Practice oder was auch immer für kleine Subkultur-Workshops, die wir hier noch gesehen haben, da wirklich ein Gegengewicht zuzuschaffen. Und auch wenn wir an vielen Punkten hier recht kritisch mit dem Ganzen umgegangen sind und auch gerade das häufig auf die Organisation und die Orga selber ja, zurückgeführt haben,
muss man an diesem Punkt auch nochmal sagen, wir hatten gerade ganz zufällig, als wir eigentlich anfangen wollten, dieses Statement zu filmen, noch ein kleines Gespräch mit einem Genossen aus dem Orga-Team, der uns dann nochmal einen tieferen Einblick gewährt hat. Man hat einfach gemerkt, sie haben wirklich alles dafür gegeben, um das hier möglich zu machen und sind auch wirklich mit einem guten Herzen reingegangen, aber waren am Ende des Tages komplett überfordert und hatten auch einfach nicht genug Rückhalt und nicht genug Hilfe durch die etlichen Gruppen, die hier teilgenommen haben. Und das zeigt natürlich auch ein großes Problem von dem, wie viele AnarchistInnen am Ende des Tages dann bei solchen Events, und das haben wir auch selber schon bei Demonstrationen, bei Parkfesten, bei Festivals mitbekommen, gegenseitige Hilfe und Solidarität verstehen. Und auch ein anderes Problem organisatorischer Natur, was wir auf vielen anderen Events auch schon so mitbekommen haben, ist das ganze Verhältnis zur Medienarbeit. Hier wurde unfassbar viel Energie reingesteckt, das Ganze möglich zu machen. Aber es wurde so schwer gemacht, nicht nur uns, sondern so vielen anderen Leuten, das Ganze medial zu begleiten. Denn wenn ihr jetzt einfach mal nach dem Event, abgesehen von unseren Videos dazu, in die YouTube-Suchleiste nach diesem Event suchen werdet, werdet ihr vermutlich verdammt wenig für die Zahl an Leuten und auch für die Besonderheit, die das ist, dieses ganze Event darstellt, online finden. Und das ist halt wirklich schade. Wir wurden so oft aktiv daran gehindert, überhaupt hier Videoaufnahmen oder Fotos von dem Ganzen zu machen. Während wir uns wirklich auch Mühe gemacht haben, immer wenn Leute uns darauf angesprochen haben, zu sagen, natürlich, wir filmen euch jetzt nicht. Eigentlich alle Leute, die hier reingekommen sind, jetzt außer vielleicht mal irgendwas im Hintergrund, aktiv auch immer darauf angesprochen haben, ist das okay, können wir das so aus der Perspektive, wäre es in Ordnung, möchtest du vielleicht, und ist das auch okay, wenn dahin Leute, übrigens, wir filmen jetzt hier, da, wenn ihr da hinten vorbeiläuft, so schaut das jetzt aus. Alles abgesprochen und trotzdem, es gab Situationen auch, wo andere Leute mit Kameras wirklich professionell versucht haben, das einzufangen und einfach von Vermummten eingezirkelt und bedroht wurden. Und das sind Sachen, die gehen einfach nicht. Und das widerspricht natürlich, das ist ja klar, ihr kennt unser Projekt, das widerspricht eigentlich all dem, was wir hiermit umsetzen wollen. Und vielleicht möchte ich es dann damit enden lassen, dass bei all den schönen und negativen Sachen, die wir hier erlebt haben, und ich möchte auch nochmal einen Riesendank an alle aussprechen, die ich hier interviewen durfte, die ich kennenlernen durfte und auch alle euch, mit denen wir vielleicht schon ständig im Livestream geschrieben haben oder auf Instagram, die ich aber noch nie so direkt zu Gesicht bekommen haben. Wirklich große Liebe geht raus an euch alle. Und vielleicht gehen auch viele von euch, wenn ihr das jetzt gehört habt, ein bisschen gefrustet aus dem Video. Vielleicht wart ihr sogar da und das alles hat auch einen leicht bitteren Beigeschmack bei euch hinterlassen, trotz auch einiger positiver Erfahrungen. Und ich denke, es ist wichtig, bei dem Ganzen zu behalten, das, was wir hier gemacht haben, das war nun mal ein nettes Zusammenkommen. Das war ein nettes Zusammenkommen der Bewegung, die sich allgemein unter diesem Label anarchistisch vereint, mit all ihren Widersprüchen, mit all den Leuten, bei denen man vielleicht denkt, dass sie auf dem Papier die ähnlichen Ideale wie man selber haben, aber wo man dann, wenn man genauer hinschaut, sieht, dass es ganz anders ist. Und es ist es eben nicht. Es ist kein Aufbauen einer neuen Internationale, sondern es ist das. Und das, wo wirklich entschieden wird, wie wir am Ende des Tages von dieser kapitalistischen Gesellschaft in eine anarchistische übergehen können, wie diese Transformation vonstatten geht, wie der Aufbau von einer revolutionären Bewegung funktioniert, das ist das, was wir sowieso schon Tag für Tag machen. Und bei all den Problemen kann es dann sein, dass wir vielleicht von so einem Event auch positive, negative Erfahrungen mitnehmen, aber wir sollten uns davon nicht die Kraft rauben lassen für den täglichen Kampf, sondern wir sollten immer im Kopf behalten, dass das es ist, wo es wirklich zählt und uns nicht in diesen ganzen Bewegungsstreitereien, Szenestreitigkeiten zerreiben lassen. Ja, in diesem Sinne, Glück auf und danke fürs Zuschauen. Glück auf. Mein Gesicht rein, bis du kommst. Ich will nicht sterben. Auf den letzten Metern. Oh, guck mal hier. Ja. Schöne Sweet Art. Straßenkunst. Ja. Neue Menschheit. Haben wir hier die neue Menschheit erlebt, Joscha? Da steht übrigens auf seinem Beutel. Deinem auch. Ich hoffe nicht.
Bei manchen hoffe ich es ja. Ja, bei manchen hoffe ich es ja. Ich will ja nicht zu negativ sein. Ja. Okay. Für Neues, für ein herrschaftsfreies Leben. Reiß die Grenzen ein, reiß die Mauern nieder. Für die Freiheit, viva la Anarchia. Reiß die Grenzen ein, reiß die Mauern nieder. Für die Freiheit, viva la Anarchia. Liberté, 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 oh, Liberté. Liberté, 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 Liberté. Die wunderschönen Weinberge Baden-Württembergs. Oh, es wird ein fantastischer Weißwein. Ich habe gehört, die Bodenqualität soll hier besonders gut sein. Hey Leute, ich bin hier gerade in Saint-Imier, bin hier gerade ein bisschen gewandert auf den Morgen. So, jetzt bin ich hier am Aussichtspunkt. Super schön. Wow, was ist denn das? Was ist denn hier los? Nein, das gibt's doch nicht. Was? Du auch hier? Ihr hier? Wow. Seid ihr etwa auch hochgewandert? Ja. Ja, klar. Na klar. Ja, klar. Auf dem Weg ins Tal. So ist es. Wieder zurück mit der großen Fahne. Wir haben sie nur hier gespannt. Ach so. Ja. Ja, die ist groß, die Fahne. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch eigentlich einen geilen Webtrack aufnehmen, oder? Los geht's! Es beginnt mit einer Anfrage auf boycott1.de, die ich nach dem Aufstehen auf meinem Laptop sehe. Ey yo, Boycott, du machst fetten Web. Hast du Bock auf einen Soli-Guck bei uns im AZ? Sicher komm ich rum. Keine Frage. Fällt es zwar nicht leicht, doch ich verzichte auf Gage. 10 Stunden Autofahrt, ist es soweit. Wenn ich mit Rap, dann eben nicht. Ich Welcome to Saint-Imier. Wow, schwarz und rot, steigen auf den Berg, halt die Fahne hoch. Fäuste in die Luft, wir sind staatenlos. Wir sind in Saint-Imier. Wow, schwarz und rot, steigen auf den Berg, halt die Fahne hoch. Fäuste in die Luft, wir sind staatenlos. Wir sind in Saint-Imier. Wow, schwarz und rot, steigen auf den Berg, halt die Fahne hoch. Fäuste in die Luft, wir sind staatenlos. Wir sind in Saint-Imier. Wow, schwarz und rot, steigen auf den Berg, halt die Fahne hoch. Fäuste in die Luft, wir sind staatenlos. Wir sind in Saint-Imier.